To stun these Comnostormers? Time for a rock, I say! I'm gonna enjoy pulling these beers from their chins! First, though, we need to break their big guns. That's just cheating! I want some boys on that straight away. Stop their artillery from shooting, and we get more time scrapping. Just as Morg likes it. Herzlich willkommen zurück, meine kleinen Seelen. Ich bin eure Eisenseele und das da vorne ist unsere stolze Armee der Grünhäute. Und wir werden jetzt erstmal Valyas Light zurückerobern und dann den Eisenfels. Also los. Das sieht doch gut aus. Trotzdem führen wir mal... Na, die lassen wir noch automatisch ausfechten. Entscheidender Sieg. Wow! So. Wir besetzen nur diesmal. Kranax Höllenkrieger, unser Feind von der Fraktion Rebellen, ist in der Schlacht von Valyas Light östliches Düsterland gefallen. Schön, schön, schön. Einrichtungen in dieser Stadt sind beschädigt, mein Kommandant. Repariert sie, um alle Boni zu erhalten. Gebäude können von feindlichen Helden oder im Kampf beschädigt werden. Beschädigte Gebäude müssen repariert werden, um wieder den vollen Bonus zu verleihen. Die verfügbaren Gebäude und Reparationsoptionen lassen sich in der Provinzübersicht einsehen. Provinzübersicht. Wie kriege ich die Provinzübersicht? Ereignisse, Streitkräfte, Provinzen. Nein. Das ist die strategische Übersicht, die wollte ich jetzt gerade auch nicht. Reparieren. Ah, da so repariere ich. Okay. Kann ich hier mittlerweile schon die nächste Stufe bauen? Nein, da fehlt mir immer noch... Ich habe einen Überschuss momentan. Okay. So, aber wir wollen jetzt hier den Verräter oder was auch immer da war. In the motion. Eine Krieg erklären. Solche Handlung würde zum Krieg führen. Das mag zwar ruhmreich sein, aber lasst euch nur darauf ein, wenn ihr den Konflikt nicht scheut. So gleich schnell geht das. Krieg erklären. Soll uns das etwas Angst machen? Nö, ich werde euch nur vernichten. Ah, wir können noch der Fallag einen weiteren Skillpunkt dazu geben. Dann wirst du mal hier einschüchternde Gegenwart bekommen. So. Jetzt können wir lasten und rosten. Erweckt, ein Lager im feindlichen Gebiet aufzuschlagen, wilder Fürst. Es würde euren Kriegern als Basis für ihre Plünderzüge dort dienen. Plündern. Eine Armee kann feindliche Gebiete überfallen, wenn sie Plünderstellungen einnimmt. Überfälle bringen Geld und schädigen das jeweilige Ziel. Grünhäut-Armeen können in feindlichen Territorien Plünderlager errichten, indem sie entsprechende Stellungen einnehmen. Weitere Informationen. Okay, die Götter sind zornig. Schlechte Omen. Eine eurer Handlungen hat die Götter erzürnt. Doch sie sind launisch und mögen euch mit der Zeit vergeben. Oder etwas zeitnähere Besänftigung ist angebracht. Hier. Kriegst ein Tribut. Mit den Göttern sollte man sich als Ork nie... Oh, ja. Komm, das tragen wir aus. Wir wollen sehen, wie wir ihn zugrunde richten. Die störrische Drollfresser. Eure Soldaten sind für den Kampf bereit, mein Herr. Sie erwarten eure Befehle. Okay, Kommandanten von Armeen können ihre Einheiten während der Aufstellungsphase auf die Schlacht vorbereiten. Nach Abschluss der Aufstellungsphase beginnt die Schlacht. Einheiten werden in vorgegebener Aufstellungsbereich in Position gebracht. Okay.
Das sind meine Katapulte, die will ich lieber hier. So. Weil wir werden ja wahrscheinlich eher über das mittlere Feld angreifen. Okay. Dann Gefecht starten. Eure Fernkampfwaffen könnten euch in der kommenden Schlacht zum Sieg verhelfen, mein Herr. Setzt sie aus guter Entfernung gegen den Feind ein und schützt sie gut. Einheiten einer Artillerie, wie beispielsweise solche mit Kanonen oder Katapulten, können auf weitere Entfernung Geschosse auf Feinde regnen lassen, sind am nützlichsten gegen geballte Infanterieformationen, Monster und feindliche Befestigungen. Wir haben noch keinen Schlachtross. Oder irgendwas in der Art. An diesem Ort wehen die Winde der Magie besonders stark, mein Herr. Nutzt ihre Macht und setzt sie gegen euren Feind ein. Ja, der haut da ganz schön. Da, wo der hinhaut, wächst so schnell nichts mehr. Das habe ich gerade vor. Eure feinen Krieger fliehen vom Schlachtfeld. Treibt sie zusammen und sendet sie ins Gefecht zurück. Wo hauen denn welche da ab? Ihr da. Kleinen Bogenschützen. Ja, ich glaube, das Gefecht ist geschlagen. Gefecht beenden. Es war jetzt keine ruhmreiche Schlacht, aber wir haben sie haushoch vernichtet. Die störrische Trollfresser. Entscheidender Sieg. So. Plündern und besetzen. Nehmt den Eisenfels ein. Krogfang weigert sich, aus seiner Festung am Eisenfels zu kommen. Tragt den Kampf zu ihm und treibt ihn aus seiner Feste. Erobert und besetzt die folgende Siedlung. Eisenfels. Okay. Wo ist die? Unsere Wolfsreiterkundschafter berichten von einer isolierten Zwergenstreitkraft im Norden. Schlachtet sie ab. Und macht der ganzen Welt klar, dass ihr beabsichtigt, die Berge zu erobern. Eine Artilleriebrigade der Zwerge hat es gewagt, die sichere Feste zu verlassen und marschiert nun zu nah an der Armee der Grünhäute. Vermöbelt sie von vorn und hinten, ehe sie ihre Kanonen laden können. Gewinnt die Folgeschlacht. Schlacht am Dönnerfell. Rüstung des Glücksritters. Held rekrutiert beim Schwarzfeld. Gobling Garborse. Okay, können wir machen. Das ist dann einer dieser besonderen Event-Schlachten. Aber vorher will ich noch gucken, wo dieser Schwarzfels ist. Die sollen des Grunagi. Das sind die Missionen, oder?
Nein. Wie sieht es jetzt da aus? Überschuss sollte bald soweit sein. Okay, dann werden wir weiterziehen. Gucken wir noch, ob wir das ausrüsten können. Nein. Was können wir hier noch bauen? Nein. Okay, das haben wir schon alles. Können wir hier noch was machen? Und an der Stelle reparieren wir noch. Okay, gut. Here we go. Dann marschieren wir doch gerade mal hier in die Schlacht am Dönnerfall. Ah, ich kann noch... Okay, da kann ich noch nichts vergeben. Da muss ich erst die Aufgaben vollziehen. Okay, wir dürfen uns jetzt hier... Vernichtende Angriffe. Manche Kreaturen greifen mit solcher Wildheit an, dass der Boden an ihnen bebt. Spalters. Orkspalters sind grobe, kräftige Klingen, die mit brutaler Feuer geschwungen werden. Ein mit Schmackes geschwungener Spalter richtet am armen Karl am anderen Ende mit knirschender Brutalität tödliche Klinge. In den Händen dieses Meisters des Todes, Meuchlers und Schlacht. Nahkampfangriffe, Trefferquote. Okay. Nehmen wir das hier. So. Ah, da flüchtet einer. Euer Ruhm wächst, mein Herr. Gringos. Neuigkeiten eurer Eroberungen verbreiten sich überall. Selbst die entferntesten Könige und monströsen Fürsten haben von eurer wachsenden Stärke gehört. Gut, wir haben unser erstes Hauptziel erfüllt. Rebellion bevorstehen, Provinz Todespass. Ach, immer diese. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir tun hier einen Kommandanten rekrutieren. Ein Unentschlossener ist doch gar nicht schlecht. Let's go! So, dann kannst du hier reingehen und du kriegst auch gerade mal ein paar rekrutiert. So, okay. Einfach falls irgendwelche Bubis ankommen und versuchen sollten uns zu erobern. Okay. Bewegung abbrechen, da haben wir noch Frieden. Dann machen wir jetzt erstmal hier die hier. Er greift Zwerge an. Gefecht führen. Die können wir übrigens nicht auswürfeln lassen, weil das eben so eine Eventschlacht ist. Time for a rock, I say. I'm gonna enjoy pulling these beers from their chins. First, though, we need to break their big guns. That's just cheating. I want some boys on that straight away. Stop their artillery from shooting, and we get more time scrapping. Just as Morg likes it. What, you know, just 'cause they're short, don't mean one or two of them ain't handy with their own troubles. They like fighting underground, but so do we.
Ask any ratman under Mount Red-Eye. Right, boys, that's the plan. Immortals, get your choppers out. This one's gonna be fun. Ich muss vor der nächsten Pause mal gucken, ob ich irgendwo Untertitel für die Schlachten kriege, weil den Ork, der spricht zwar ein Englisch, aber nicht gerade das Beste. Okay, ich glaube, wir bleiben. Wir haben da schon eine schön lange Linie. Wo rennt ihr jetzt dahin? Ah, ich habe mich schon wieder irgendwo verklickt. So. Ja, ich benutze immer die Pfeiltasten, um mich zu orientieren. Das ist natürlich. Erstmal alle auf den Kommandanten. Ah, Zwerg gegen... da kriegt der Zwerg eins auf den Donnerkelch. Sieht nicht so gut aus für euch Zwerge. Immer noch leben. Oh. Der Gyrokopter krebt sich da echt durch. Gyrokopter. Ui, die... Jei, der Gyrokopter hat, aber die haben ganz schön reingehauen. Gerade der Gyro-Bomber. Bin ich nur... Oh, oh.
Toll, gegen die Kyrokopter kann er aber nichts machen, das ist das Problem. Weil ich habe nichts gegen, dass ich gegen einen Gyrokopter anstecken kann, oder wie? Na toll, das war eine großartige Schlacht. Warum haben die denn auch einen Gyrokopter gegeben? Scheiß Zwerge, viel spielen unfair. So viel, obwohl ich die Überhand hatte, gab es eine knappe Niederlage. Gefecht beenden. Toll, was war das jetzt? Heißt das jetzt, dass... Toll, ich habe jetzt... Mein General ist jetzt tot, oder wie? Kann ich jetzt die Geschichte nicht mehr machen, oder wie? Na toll. Der Feind überfällt eure Länder und mordet eure Bevölkerung. Greift zu den Waffen und zahlt ihm seine Sünden heim. Ein vermummter Fremder aus dem finsteren Albion bringt eine Bitte vor. Er wirkt gefährlich, doch er versichert euch, dass er friedliche Absichten hat. Wenn ich der Bitte nachgebe, kriege ich 3000, aber Chaos-Korruption steigt. Weise ich die Kreatur ab, erhalte ich Schutz, verbleiben 3 Runden. Jüngste Ereignisse haben die Lande bereinigt. Weise die Kreatur ab. Duke, send me to battle. No way. Okay, können wir nochmal laden? Gab's ein Autosave? Nein, das ist auch blöd. Der Autosave speichert genau nach der Schlacht. Toll, jetzt ist mein großer Held ist tot, oder wie? Das kann doch auch nicht sein. Was kann ich denn wieder kaufen? Ah, ich kann den wieder herstellen. Okay, in 3 Runden. Ich sehe. Rebellion, wo? Am Schwarzfeld-Tor fast. What you want? Don't test me. Sauge auf! Hey!
Ja, der ist sogar verdammt stark. Wir sehen alles Elite-Einheiten. Wenn ich jetzt meinen... Jetzt hat der mir das wieder eingenommen. Ah. Siedlung ausgeraubt, okay. This is my land. I refuse. Warum kann ich das Krieg erklären? Ach, die haben das gar nicht eingenommen, die hatten das nur. Die haben das nur beschädigt, okay. Okay. Bis Rang 4. Lösegeld der Gefangenen vor. Wir fressen die auf. Ah, ich kann nochmal den Fähigkeitspunkt. Dann holen wir jetzt einen Lindwurmschreiter. Okay. Haben die das eingenommen? Solltet ihr euch zum Kampf entscheiden, mein Herr, werden Verstärkungen für eure Armee eintreffen. So könnt ihr den Feind noch besser umzingeln und in die Flucht jagen. Der Feind bedroht eure Stadt hier, mein Herr. Die Garnison ist bereit zur Verteidigung, doch erwägt, weitere Truppen zu senden. Blünders, die blöden Gits nahmen sich Sachen vom Boss, wie heißt der doch gleich gemopst. Das sollen wir nicht tun. Wir haben Back geschlossen um so. Was machen wir jetzt? Sie sollen es zurücknehmen. So. Und wir fressen noch mehr von euch. So, der ist jetzt auch endgültig hinüber. Saurer Feinstecher, unser Feind von der Fraktion Rebellen, ist in der Schlacht vom Schwarzfeld Todespass gefallen. Schlachtenklinge. Die Schlachtenklinge ist eine ramponierte Waffe und dennoch bemerkt jeder Besitzer, wie einfach er sich zu schwingen lässt. Nahkampfangriffe +2 für den Wokboss. Götzenschnitzer.
Diese Götzen von Gorg und Morg, die überall in den Lagern der Grünhäute zu finden sind. Na, irgendwer muss die Dinge ja schützen. Gehorsam plus 1 lokale Provinz, Reduktion von Vampirisch und Chaos-Korruption plus 2 lokale Präsenz. Okay. So, und wie sieht es jetzt hier aus? Können wir den schon wieder rekrutieren? Nein, noch 3 Runden brauchen wir. Lassen wir den ganz kurz noch eine Runde. Ah, wir können wieder einen Fähigkeitspunkt hinsetzen. Dieser Ort ist voller natürlicher Ressourcen, mein Herr. Sie könnten euch gehören, wenn ihr ihn einnehmt. Jetzt wollen wir erstmal wieder das hier einnehmen. So, und dann holen wir uns die Zwerge zurück. Wenn ihr euer Reich zu Wohlstand führen möchtet, müsst ihr auf eure Ausgaben achten. Habt stets ein Auge auf eure Finanzen, um einen Bankrott vorzubeugen. Der aktuelle Stand und das Einkommen pro Runde erscheint oben auf der Spieloberfläche. Ja, da haben wir es. Wir haben noch so viel. Okay, wir kriegen unseren Grimrock wieder. Törichte Prallerei. Man sagt, ihr genießt den Sieg. Man sagt, ihr verbringt mehr Zeit mit dem Bau von Denkmälern an vergangene Kriege als mit der Verwaltung des Reiches. Man sagt, ihr seid ein Narr. Wir werden sehen, wer ein Narr ist. Eure Krieger sind kampflustiger, Rekrutenüberschuss. In diesem Fall gibt es eine wahre Fülle von Freiwilligen, die sich eifrig ins Gefecht stürzen. Rekrutierungsstopp. Wir nehmen das erstmal, weil wir müssen jetzt hier für unseren rekrutieren. Könnte ich wieder rekrutieren? Rekrutieren. Und unser Grimrock muss jetzt erstmal wieder aufgefüllt werden mit Leuten. Sonst hat er gar keine Chance. So. Das sieht nicht so aus, als könnten wir das gewinnen. Jedenfalls nicht automatisch ausgefochten. Das heißt, es wird gegen Thorgrim Grollbart wird es eine manuelle Schlacht werden. Mal schauen, ob wir das schaffen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, liebe meine kleinen Seelen, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hin. Bis dahin, wir sehen uns, wir hören uns, wir spielen uns. Macht's gut.